Am Wort ist jetzt von den Grünen Barbara Nessler. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Zuseher und Zuseherinnen. Wissen Sie, was die sogenannten Toastbrot-Tage sind? Das sind jene Tage am Ende des Monats, wo armutsbetroffene Familien sich keine richtige Mahlzeit mehr leisten können, sondern die Kinder nur mehr Toastbrot essen. Und das ist ein Phänomen von vielen, wenn es heißt, dass ein Kind von Armut betroffen ist. Was bedeutet Kinderarmut noch? Finanziell schlechter gestellt zu sein, heißt nicht einfach nur weniger Geld zu haben. Es heißt, dass Kinder auch nicht mit auf Schulausflüge gehen können. Es heißt, dass sie wichtige Anlässe wie den eigenen Geburtstag nicht feiern können. Und wenig Geld zu haben, bedeutet oft auch soziale Ausgrenzung. Und nicht dazuzugehören ist nicht nur ein unschönes Gefühl, sondern es wirkt sich massiv auf die berufliche Laufbahn und Gesundheit unserer Kinder in Österreich aus. Und Sie denken vielleicht, das trifft ein paar wenige. Nein, das ist nicht so. Kinderarmut betrifft mehr als die zweitgrößte Stadt Graz Einwohner und Einwohnerinnen hat. Und nein, Kinderarmut ist auch kein neues Phänomen und Kinderarmut gibt es auch nicht erst seit der Inflation, sondern ist seit Jahrzehnten traurige Realität, die oft versteckt ist. Ja, und schön, wenn die Opposition ständig erklärt, was wir machen sollen, obwohl sie es in ihrer eigenen Regierungszeit versäumt haben zu tun. Darum müssen wir uns überhaupt mit dem hier beschäftigen. Und ja, Lücken aufzuzeigen, unbedingt, das ist wichtig. Aber wenn einfach nur faktenwidrig, rein zwecks dem billigen Populismus über Maßnahmen hergezogen wird, wie über dieses Kinderarmutspaket, obwohl Anträge vorliegen, nur um die Bevölkerung zu verunsichern, dann habe ich kein Verständnis dafür. Denn das, liebe Kollegen und Kolleginnen der SPÖ, das sind Werkzeuge der FPÖ und spielen auch nur der FPÖ in die Karten. Und in der Politik sollte es nicht darum gehen, dass man irgendwelche Maßnahmen von der Regierungspartei oder von anderen Parteien schlecht redet, sondern darum, dass man die besten Ideen finden. Und wir setzen diese Lösungen nach intensiven Verhandlungen in Eiltempo um mit einem zielgerichteten Paket für Kinder aus finanziell schlechter gestellten Familien mit zusätzlich 500 Millionen. Damit geben wir Kinder, Familie, Alleinerziehende in dieser schwierigen Zeit finanzielle Sicherheit. Und nicht nur einmal, auch nicht mit der Gießkanne, sondern treffsicher und das jeden Monat für Monat. Beginnend mit Juni und bis mindestens Ende 2024, bis wir gemeinsam aus dieser Teuerungskrise wieder rauskommen. Abgesehen davon wird die kostenlose Nachhilfe mit zusätzlich 10 Millionen ausgebaut, weil Österreich eben nicht die gleichen Bildungschancen bietet. Und genauso wird das Schulstartpaket ausgebaut. Das heißt, künftig werden über 70.000 Kinder in Österreich 300 Euro im Jahr bekommen. Und dieses Paket loben nicht nur Experten und Expertinnen, auch die Zahlen, die Berechnungen vom Budgetdienst zeigen ganz klar, wie extrem treffsicher unser Paket ist. Und es kommt genau dort an, das Geld, wo es ankommen muss, bei jenen, die es davor schon nicht einfach hatten. Und noch kurz zu der Partei, die sonst immer am lautesten schreit. Ich frage mich schon, was die FPÖ in den drei Bundesländern macht, wo sie regiert. Wenn man einen Blick nach Salzburg macht, da präsentieren sie eine Herrprämie. Ich habe gedacht, mir haut's den Schütz raus, als ich das gehört habe. Eine Herrprämie, anstatt dass sie Frauen die Möglichkeit bieten, arbeiten zu gehen und endlich dafür sorgen, dass es flächendeckende Kinderbetreuung gibt. Zahlen Sie, speisen Sie Mütter mit einer lächerlichen Taschengeld ab, so dass sie später erst recht in Abhängigkeit und in Altersarmut landen werden. Und dann legen Sie noch eines drauf und erzählen vom Märchen der Wahlfreiheit. Vom Märchen der Wahlfreiheit. Entschuldigen Sie, aber wenn ich keine Kinderbetreuungseinrichtung habe, die so geöffnet hat, dass ich arbeiten gehen kann, dann habe ich bekanntlich halt keine Wahlfreiheit. Dann habe ich diese Wahl nicht. Und anstatt zu unterstützen, katapultieren Sie Bundesländer
familienpolitisch zurück in die 50er, wo die Frau noch die Erlaubnis vom Mann gebraucht hat, um arbeiten zu gehen. Und ich muss sagen, ich bin es so leid, dass wir ständig lang erkämpfte Frauenrechte und Fortschritte gegenüber konservativen und rechten Parteien verteidigen müssen, weil wir könnten so viel weiter sein. Barbara Nessler von den Grünen war das, die hier fehlende Ganztagesbetreuungsplätze kritisiert.